Hallo und willkommen zurück zu The Binding of Isaac Repentance. Heute werde ich eine Challenge machen. Welche Challenge? Wir werden nicht Hot Potato machen, okay? Design Challenge ich nicht machen, wir genauso wie Brains. Was haben wir sonst noch alles? Pride Day, Onion Streak, April Fools. Machen wir April Fools. Ich höre Leute ziemlich oft über April Fools reden in den Kommentaren. Und Teil der Karte ist aufgedeckt. Auch wenn der Teil ziemlich buggy zu sein scheint. Oh Gott. Ich habe das Gefühl, die Geschwindigkeit ist gerade höher in diesem Raum. Ich kann aber auf jeden Fall, also kann ich mir auch Maggie's Bow. Okay, das Zeug, das man aufhebt, ist alles random und die Items sind auch nicht das, wonach sie aussehen. Das heißt, alles, was man sieht, ist nicht ganz das, was es zu sein scheint, könnte man sagen. Steam Sale wäre aber dennoch ziemlich gut. Naja, das ist, was man denken würde. Oh ja, und jeder Boss ist blowed. Denn natürlich ist jeder Boss blowed. Okay, das ist gerade nicht gut. Der Boss ist ein Blowed, der Millionen von diesen kleinen, ich glaube, ich habe verloren, ehrlich gesagt. Können wir einfach... Dankeschön. Was machen wir denn am besten? Ich habe das Gefühl, ich brauche irgendein Item, das mir irgendwas bringt. Aber was könnte ein Item sein, das mir irgendwas bringt? Ich habe absolut keine Ahnung. Bomben wären auf jeden Fall schwer in Ordnung. Eine Bombe und, ein goldenes Herz habe ich gerade bekommen. Ich denke, je weiter wir voranschreiten, desto besser, desto angenehmer wird es und desto einfacher wird es, Blau zu besiegen. Aber, okay, ein Soul Heart. Ah, das Problem ist zum aktuellen Zeitpunkt auf der ersten Ebene. Ist Blau ein denkbar ungünstiger Boss? Einfach weil er... Ich meine, wenn wir Glück haben, kann ich wenigstens den normalen Blowed haben. Das wäre ziemlich gut. Denn, oh Gott, wie funktioniert diese Karte? Ich bin sehr verwirrt. Ich habe das Gefühl, die Karte funktioniert einfach gar nicht. Und das wird Center. Der normale Blowed wäre okay zu machen. Nur wenn er die ganze Zeit diese kleinen... Chaos ist also aktiv. Wie mir scheint. Jesus Juice wäre unfassbar. Oh Gott! Ich hätte eine Schatztruhe holen sollen. Wegen soll ich Fliegen bekommen. Ist das nicht auch schon mal etwas? Telekinesis. Ich denke, das ist so nah an dem nutzlosen Item, wie man an ein nutzloses Item rankommen kann, ehrlich gesagt. Okay, normaler Upload. Normaler Blowed ist okay. Muss zwar ein bisschen aufpassen, aber prinzipiell... Au. Ich würde sagen, prinzipiell kann nicht so viel schief gehen. Okay. Den Brimstone feuert er so ein bisschen oberhalb von seinem Kopf ab. Das heißt, wenn ich hier stehe, sollte ich vor dem Brimstone sicher sein. Das ist sehr wichtig zu wissen, wo man sicher ist vor dem Blowed Brimstone. Wenn man diesen Kampf gewinnen will. Ich glaube, die Challenge habe ich damals mit dem anderen Safe-Game gemacht. Ich kann nämlich schwören, dass ich die Challenge schon mal gemacht habe. Die, haha, jeder Gegner ist Blowed-Challenge, weil Blowed ist der schwerste Boss im Spiel. Das waren Zeiten. Ich wünschte, ich hätte eine Bombe übrig. Ich hätte meine Bomben nicht alle für Schwachsinn ausgegeben. Also seht ihr, der Trick ist nur, ihr wollt einfach nur nicht unter Blowed stehen und dann ist alles mehr oder weniger okay. Problem ist nur, dass er jetzt immer noch, dadurch, dass ich nur Damage-Ups bekommen habe, einfach... Oh Gott. 3 Jahre lebt, aber... Es ist an sich machbar. Was mir gerade auffällt, die Items im Shop. Ich wollte unbedingt was kaufen, aber jetzt, wenn ich genau drüber nachdenke... Eine der Witze an der Challenge ist ja, dass die Items immer aussehen, als ob sie was super Gutes wären. Irgendwelche Tier 4 Items oder sowas. Aber die sind dann eigentlich schlecht. Das ist ja der Witz dahinter.
Das heißt, ich sollte mich nicht, sollte mir nicht zu viel Mühe geben, die Items aus dem Shop mitzunehmen. Und da haben wir dich langsam. Dankeschön. Noch Zeit. Damage und Luck up. Glass Eye. Glass Eye ist auch ein neues Item. Das wird auch neu hinzugefügt. Das heißt, wir gehen direkt weiter. Eine Bombe. Ugh. Genau, es kam, ich glaube heute, zum Beispiel den Zeitpunkt, wo ich es aufnehme, kam ein neuer Patch in dem Spiel. Und der hat eine Menge neues Zeug hinzugefügt. Unter anderem neue Boss-Items. Eins davon haben wir im letzten Part bekommen, das war Mom's Eye. Das andere scheint Glass Eye zu sein, was beide Damage-Ups sind und dementsprechend absolut hervorragend. Jedoch mache ich mir gerade ein bisschen Sorgen um mein Überleben, denn Schlüssel wird zu dem goldenen Herz gerade. Okay, Eternal Heart. Du bringst nicht das, was du bringen solltest. Was habe ich eigentlich erwartet, was Eternal Heart machen wird? Mit etwas Glück, das sieht so beängstigend aus. Okay, Bomben sind schwarz, sind halbe schwarze Herzen. Das ist gut. Das ist gut zu wissen. Und Bomben sind auch nicht so selten im Spiel. Das heißt, wenn wir einfach irgendwie ein paar Bomben kommen, wird das mein Leben ungemein erleichtern. Das Problem ist nur, was war ein Schlüssel? Denn ich bräuchte einen. Oh. Karte scheint bei dem Startraum noch richtig zu sein und danach erst in sich zusammenzubrechen. Ich denke trotzdem, dass ich mich nicht allzu sehr auf die Karte verlassen kann. Halbes Herz bringt nichts. Okay. So was? Oh, es ist random, was man von dem Zeug rausbekommt. Mal bekomme ich Fliegen, mal bekomme ich Schlüssel, mal bekomme ich Soul Hearts. Es rotiert also von Item zu Item. Okay. Und in diesem Raum gerade eben, lass mich ehrlich zu euch sein, dass ich das schwarze Herz verloren habe, war ungefähr das Beste, was mir hätte passieren können. Dieser Raum wäre anstrengend geworden. X-Ray Vision. X-Ray Vision ist absolut, absolut hervorragend. X-Ray Vision bringt, dass wir gratis in sämtliche Secret Rooms reingehen können. Und ohne X-Ray Vision hätten wir keine Möglichkeit, diese Secret Rooms jemals zu finden. Und ich weiß, dass da ein Item gewesen wäre, okay? Lass mich direkt anmerken, dass ich das weiß. Und ich weiß, dass ich da auch nicht rankomme. Fällt gerade auf, wir haben ein Brillen-Item und ein Glasauge bekommen. Ist das nicht echt lustig? Ich meine, man würde meinen, die beiden Items passen nicht so gut zusammen. Dann wiederum können wir sie fragen, ob sie nicht wirklich gut zusammenpassen. Eine X-Ray, so eine Röntgenbrille bringt auch nicht wirklich was. Die stammt übrigens aus den alten Zeiten, man war das, keine Ahnung. 70er oder so, als man allen möglichen Schrott von Zeitschriften bestellen konnte. Und die hatten. Es gab die kleinen Krebsmenschen, welche sehr prominent sind. Und dann natürlich auch sowas wie eine Röntgenbrille, welche. Ich glaube, einfach nur eine Brille ist mit ein paar Kringeln. Stammt, glaube ich, sogar alles von dem gleichen Typen. Bei dem ist irgendwie auch eine Sache, dass er wie auch ein begeisterter Ku Klux Klan Unterstützer ist. Das heißt, das ist ziemlich cool. Ach shit, wir haben Blood. Das habe ich komplett vergessen. Komplett vergessen hatte ich den. Oh Gott, Bombe. Nein! Die Bombe erzielt aber eine gute Wirkung hier aktuell. Schon Blood, bleib da. Yes. Solange der gute alte Blood da bleibt, wo er ist, kann uns nicht allzu viel passieren. Nicht sicher, was das bedeuten soll. Ich versuche nur irgendwas zu sagen, während ich 50 Projektilen gleichzeitig ausweiche. Welche nur zwei sind, aber dennoch. Ich versuche ihn auszuweichen. Und wir haben ihn. Puh. Und ich bekomme dafür Mom's Lipstick. Mom's Lipstick ist kein gutes Item. Aber okay. Lass mich noch etwas auf der Ebene umschauen. Vielleicht bekommen wir noch einen Soul Heart oder so. Und nein, ich möchte nicht den, oh Gott. Warte, wir können auch den Super Secret Room mitnehmen. Und ich möchte nicht, was möchte ich nicht? Was wollte ich sagen? Bin gerade nicht bei der Sache. Oh, das ist ja gar kein richtiger Schlüssel. Das ist ein Fake-Schlüssel. Oh! Mom's Pearls.
Ist okay. Gib mir auf jeden Fall ein paar Setups. Auf jeden Fall würde ich gerne noch ein paar schwarze Herzen und sowas mit, wenn ich die Möglichkeit hätte. Und den Super Secret Room. Ich glaube, ich wollte was zum Super Secret Room sagen. Und der ist voll mit Herzen, was gut sein könnte, denn eventuell... Ah ja, Herzen bringen gar nichts. Das ist der Witz in dem Run, oder was? Gut. Ich hatte die Hoffnung, dass vielleicht eins davon unter Umständen mir einen Schlüssel geben könnte, aber nein, 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 nein. Die Herzen scheinen wirklich nicht zu bringen. Und, ich glaube, ich hätte gerne noch irgendein Item, das mir irgendwas tatsächlich bringt im Kampf gegen den nächsten Bloat, aber mal schauen. Ich würde sagen, der zweite Bloat lief wesentlich besser als der erste. Vor allem, wenn wir bis dahin noch ein paar Bomben auftreiben können. Jetzt muss ich nur überleben. Shop werden wir sowieso nichts holen können, weil aktuell ist, wo ist eine blaue Fliege? Aktuell ist Geld ansammeln keine meiner Stärken. Im Vergleich zu sonst immer. Wo es eine meiner absoluten Stärken ist. So. Okay. Die komischen Gegner, die aus irgendwelchen Gründen nicht vergiftet werden können, wie ich letztens gelernt habe. Ich dachte, hier wäre ein Abgrund gewesen, wo man nicht drüber sprinten kann. Ich lag falsch. Kannst du nicht über Abgründe sprinten? Ich weiß gar nicht. Nein, kann er nicht. Okay. Ich glaube, es gab auch irgendeinen sprintenden Gegner, der über Abgründe sprinten kann. Also, abgesehen von dem komischen Wurmboss aus der neuen Ebene. Aber den meine ich nicht. Ja. Goldene Kiste wäre interessant. Das Problem ist nur, ich habe keinen Schlüssel. Wir haben eine deutliche Schlüsselknappheit. Und das gefällt mir nicht, weil der Goldraum uns bevorsteht. Au. Ich dachte, ich kann mich da durchquetschen. Und da ist mein Soul Heart weg. Ah. Meine Feuerrate, ich höre als üblich. Ich kann schwören, dass ich... Ah ja, warte, wir haben Moms Pearls aufgesammelt. Ich schätze, das gibt eine... gibt ein Tiers ab. Solars geben Schlüssel. Das erklärt, warum sie so selten sind. Bomben geben... Doch, Bomben geben schwarze Herzen. Okay. Ja, ich bin sehr verwirrt, was das Ganze angeht. Best Friend. Die Alternative wäre... Also wir nehmen den Best Friend mit. Ich glaube nicht, dass er mir wirklich was bringen wird, aber... Nein, wiederum, er bringt was im Kampf gegen Bosse. Ich sollte ihn jetzt auch mal nicht zu sehr underraten. Best Friend ist ein akzeptables, schlechtes Item. Das ist eines der guten schlechten Items, versteht ihr? Oh. Weil die Spacebar-Items machen auch nicht das, wonach sie aussehen. Warum hat dann Telekinese trotzdem nichts gemacht? So, als wäre es Telekinese. Was ist das jetzt überhaupt? Habe ich jetzt einfach nur ihn bekommen? Ist es ein Spacebar-Item, das das macht? Ich habe absolut keine Ahnung. Tier ist down. Health down. Health down ist nicht gut. Gehen wir zum Boss. Ich frage mich, wer unser Boss sein wird. Oh Gott, mein Spacebar-Item ist nicht aufgeladen. Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein, ich glaube, ich bin tot. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich bin mir gerade nicht sicher, was ich am besten machen soll. Außer Bomben legen und hoffen, dass er nicht wegspringt. Aber er springt weg. Er kann trotzdem Brimstone nach unten, okay. Aber kein Brimstone zur Seite, nehme ich an. Das ist so der Nachteil an diesem Bloat. Oh mein Gott. Wie soll ich denn das schaffen? Oh mein Gott, das war fürchterlich. Habt ihr das gesehen? Und jetzt muss ich wieder einen Ebene 1 Bloat-Kampf schaffen. Wir hatten doch gerade eben schon Damage ab. Oh nein. Oh nein, wie soll ich das schaffen ohne Damage ab? Oh nein. Ich meine, das ist nett. Ja, hoffen wir, dass der Goldraum was Nettes für mich hat. Aquarius. Aquarius ist ziemlich gut, ehrlich gesagt. Aquarius wurde ein gutes Stück gebufft. Oh ja, ich habe eine Bombe eingesetzt, um eine Bombe zu holen, die nicht wirklich eine Bombe ist. Hm. Aquarius könnte uns aber im Kampf gegen Bloat eventuell weiterhelfen. Bin mir nicht mal sicher, ob es gegen ihn überhaupt hilfreich ist. Ich meine, werde ich ihn dazu bringen, darauf springen? Doch, doch, ich bringe ihn dazu, darauf zu springen.
Das wird uns ungemein weiterhelfen. War mir gerade unsicher, aber er versucht ja mal dahin zu springen, wo ich zuletzt war. Und da, wo ich zuletzt war, wird sich bis der Aquarius angesammelt haben. Das könnte auf jeden Fall hilfreich sein. Und hier ist unser Boss. Nein, mein schwarzes Herz! Ich wünschte, ich hätte eine Bombe wenigstens. Oh, es ist Champion Blood. Ja, eigentlich habe ich an sich, wir können an dem Punkt... Verzeihung. Oh, ich hätte länger R gedrückt lassen müssen, um zu neu starten. An dem Punkt habe ich aufgegeben. Denn ich glaube nicht, dass ich in der Lage sein werde, Ebene 1 Champion Blood zu bekämpfen. Okay, können wir bitte nochmal neu starten? Was war das jetzt überhaupt gerade schon wieder? Für ein komischer Raum. Und der Champion hat mich ausgerechnet berührt. Ich kann doch nicht einfach so geschwächt in den Bloodkampf reingehen. Ich brauche schon ein bisschen, das Spiel muss ein bisschen kooperieren. Zu Beginn. Damit ich das irgendwie schaffen kann. So eine kleine Hilfe. Vielleicht eine kleine Bombe oder so. Das wäre echt hilfreich. Ich meine, ich starte mit einer Bombe, muss man fairerweise sagen. Ich habe sie nur bisher immer für was anderes genutzt. Sebastian, diese Karte gefällt mir besser als die falsche Karte. Denn jetzt weiß ich wenigstens direkt, dass ich keine Ahnung habe, wo irgendwas sein wird. Die andere Karte dagegen, die hat sich so aufgespielt, als ob sie hilfreich wäre. Aber sie ist nicht hilfreich. Tinted Rock werde ich ignorieren, auch wenn er natürlich einen Small Rock geben kann. Ich wollte gerade sagen, das werde ich aber erst dann machen, wenn ich eine zweite Bombe habe. Und jetzt habe ich eine zweite Bombe, aber eigentlich würde ich die auch gerne behalten. Und zwei Bomben im Kampf gegen Blood sind ziemlich gut. Okay, was bekommen wir hier? Play-Doh-Cookie. Play-Doh-Cookie könnte ziemlich gut sein. Siehst du was? Wir werden das hier setzen, einfach um Small Rock zu bekommen. Das ist kein Small Rock, aber zwei goldene. Huh. Wenn ich Glück habe, können mich Münzen aufheilen. Und wenn mich Münzen aufheilen können, wäre das ziemlich stark. Und dann haben wir eventuell eine Menge Leben, die bei dem Bloodkampf auf uns warten. Okay, warum ist gerade alles ein goldenes Herz? Scroot, hier ist ein Shotspeed ab. Yes. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das ist ein guter Anfang. Das ist ein hervorragender Anfang soweit. Und wir haben noch mehr Ressourcen, die nur darauf warten, mitgenommen zu werden. Ein halbes schwarzes Herz. Das ist ein goldenes Herz. Das ist gut. Und ja, ich habe den Tinted Rock gesehen. Das Problem ist nur, dass ich meine Bombe, wie gesagt, lieber erstmal für den Kampf aufheben würde. Danach werden wir sehen, ob... Evas. Ist das Evas? Das ist wirklich Evas. Okay. Evas hat eine Bombe gespawnt. Und jetzt schadet ihm seine eigenen Augen. Das erleichtert mein Leben schon mal ein bisschen auch. Oh. Vergoldeter Blood. Ich wollte gerade sagen, bleibt er jetzt Gold? Aber nein, natürlich nicht. Natürlich bleibt er das nicht. Kannst du es nur denken, du Dummkopf? Oh mein Gott, ich nehme gerade viel zu viel Schaden. Ich hasse auch diese Arena. Können wir mal darüber kurz reden? Vor allem, wenn diese dummen Augen überall unterwegs sind. Ich glaube, jetzt bin ich hier gefangen. Oh mein Gott. Ich hasse diesen Kampf! Gott! Das war so ein guter Anfang. Und dann kommt diese dumme Arena und ich habe keine Ahnung, wo irgendwas ist. Und lass mich in Ruhe. Oh, ich hasse diese Challenge. Ich hasse diese Challenge sehr. Rainbow Cookie war halt auch ein echt gutes erstes Item. Wir hatten ihn doch sogar schon fast besiegt. Dann kam der Brimstone von der Seite und hat alles ruiniert. Ich habe das Gefühl, wenn man die ersten zwei, drei Ebenen erstmal geschafft hat, sollte das alles machbar sein. Das Problem ist, dafür muss man die ersten zwei, drei Ebenen schaffen. Okay, wisst ihr was? Nein, nein, ich will es nicht einsetzen. Ich meine, es bringt mir Random Tears, glaube ich. Vielleicht bekommen wir da was Gutes im Kampf gegen Blood. Wer weiß das schon. Lockdown. Tears up. Das ist nicht wirklich ein Tears up, aber das Lockdown war ein Health Down. Mein Space-Item ist nicht bereit. Ach Gott.
Vielleicht schaffen wir ihn trotzdem zu besiegen. Ich muss aber echt aufhören, Pillen mitzunehmen in dieser Challenge. Ich habe das Gefühl, die Pillen sind einfach die ganze Zeit immer nur half down. Das kann ich auch gut nachvollziehen, weil das ist ein ziemlich lustiger April-Scherz. Du denkst, hey, das ist eine Pille, vielleicht hilft mir weiter. Und dann ist es half down. Oder Tears down. Man kann nicht mal genau sehen, was es überhaupt ist, bis man davon erwischt wurde. Ich glaube, ich bin tot. Okay, komm schon. So schwer kann es doch nicht sein. Nein, es war gerade eben sogar eine Tears-Up-Pille, aber... Ach, die dummen... Nein, 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 wir können keine Pin weiter mehr mitnehmen. Diese dummen, fürchterlichen Half-Down-Pin ruinieren nur alles. Ich meine, den Kampf gerade eben, ich hätte ihn überstanden, wenn ich keine Half-Down-Pille bekommen hätte. So, ganz vorsichtig. Jede Sekunde haben wir den Raum überstanden. Man ist kein so übler Raum, muss man klarerweise sagen. Ich will noch nicht zum Boss gehen. Ich würde gerne viele alles andere machen. Viele andere Dinge. Alles andere, was so noch möglich wäre, würde ich lieber machen, als direkt zum Boss zu gehen. Ich kann in den Curse Room reinschauen. So, was ist das für einer? Ist der neu? Ich bin nicht begeistert von diesem Gegner. Möchte ich einfach nochmal anmerken. $3 Bill. Das ist ebenfalls absolut hervorragend. Und natürlich darf ich nicht vergessen, dass die Items hier fake sind. Man denkt, hier liegt er so gutes Zeug, aber das ist falsch. Wir bekommen auch $3 Bill, welcher tatsächlich gut ist. Das heißt, da könnten wir allerlei gute Dinge rausbekommen. Und dann, ich würde gerne die Tinted Rocks und sowas mitnehmen. Wisst ihr was? Nein, wir... Ich weiß nicht, wie ich an Bomben komme in dem Spiel. Aber ich glaube, ich muss versuchen, die goldene Kiste mitzunehmen. Und vielleicht ein Secret Room, der aber nicht wirklich hier war. Ja, wir haben eine Bombe dafür bekommen. Hm. Gut, 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 gut. Machen wir einfach blaut. Und ein ganzes Soul hat es halt auch echt gut. Hoffen, dass die $3 Bill mir mein Leben erleichtern wird. Oh, wir haben Bogatiers. Bisher wirkt es so, als ob die $3 Bill ziemlich hervorragende Arbeit leistet. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Yes, die Bombe hat gesessen. Bombe hat getroffen. Und jetzt war er gerade etwas verwirrt. Okay, ist ja was? Die Statuseffekte von $3 Bill sind, glaube ich, genau das, was mir gefehlt hat. Auch wenn ich hier jetzt Schaden nehmen werde. Oh mein Gott, ich nehme keinen Schaden. Yes! Nicht mal Schaden genommen. Ich will das. Und ich will das. Rotten Meat. Gut. Ich weiß, wir gehen einfach weiter. Ich habe überlegt, ob ich in den Curse Room reinschauen will, aber einfach weitergehen, einfach weitergehen. Vor allem, wenn wir jetzt sowieso noch einen Soul Heart übrig haben. Das war eine hervorragende erste Ebene. Mein Gott. Das war wirklich gut. Das war auch ein wirklich guter Bloodkampf. Ich bin sehr zufrieden. Nicht mal getroffen worden. Sollte trotzdem noch ein paar Haufen mitnehmen, denn wer weiß, was sie da alles rausbekommen können. Ich habe auf jeden Fall auch einen Schlüssel übrig. Was ziemlich gut ist. Geld kann Soul Hearts sein hier gerade. Ich weiß gar nicht, ob das randomized ist oder was damit genau auf sich hat, aber... Irgendwas wird schon passieren. Da war gerade eben so eine Spritzenträne. Die hätte eine gewaltige Explosion verursacht, wenn sie Gegner erwischt hätte. Bogatiers. Sie werden mir mein Leben erleichtern. Okay. Goldraum. Hat hier jemand einen Goldraum gesehen, zufälligerweise? Irgendwo? Den würde ich nämlich echt gerne mitnehmen. Oh mein Gott. Und noch ein schwarzes Herz. Das Spiel weiß, wie man das Leben lebt und mir ein paar Herzen zukommen lässt, damit ich irgendwie überleben kann. Habe ich den Wurm schon gekillt? Oh ja. Der ist ziemlich schnell draufgegangen. So, das ist natürlich ein Tiereffekt, den ich mir nicht unbedingt wünschen würde. Das dagegen würde Bloat so schnell killen. Ah, ich will aber noch den Goldraum mitnehmen.
denn? Ich habe das Gefühl, wenn ich noch ein zusätzliches Item haben könnte, wäre das ziemlich gut. Die doppelten Bomben werden wahrscheinlich nichts machen, aber sie haben mir ein schwarzes Herz gegeben. Diese Bomben, auf die sind wir verlassen. Das Feuer scheint aktuell auch echt gut auszuzahlen. Könnte aber auch daran liegen, dass wir nicht im Hard Mode spielen, sondern im Easy Mode. Weiß nicht, der Easy Mode ist der Normal Mode. Klar, wenn du es sagst. Dann spielen wir eben auf dem leichten, normalen Modus. Oh mein Gott, ich bekomme gerade so viele Herzen dazu. Ich wusste gar nicht, dass man, wenn man auf normal spielt, so viele Special Hearts bekommt. Das wussten die wenigsten Leute, weil man nicht so viel bekommt. Okay, was haben wir hier? Okay, das war nichts. Und? Bomber Boy! Oh, Bomber Boy ist hervorragend. Und zwar ist Bomber Boy hervorragend, weil die Bomben damit enormen Damage machen werden. Im Kampf gegen Bloat. Und das ist gut. Und hier bekommen wir Guppy's Tail. Nicht sicher, ob Guppy's Tail irgendwas ändern wird, aber wenn wir mehr Kisten bekommen, ist das ziemlich gut. Weil die Sache ist, Schlüssel machen sowieso nicht das, was Schlüssel normalerweise machen. Jetzt glaube ich nicht mal, dass Guppy's Tail meine Schlüsselausbeute wirklich beeinflussen sollte. Aber gut, machen wir den Boss. Oh Schreck, es ist laut. Ja, er ist gesehen. Das war potenter Damage. Und jetzt nehme ich noch eine Menge Schaden. Oh. Ich würde noch ein bisschen mehr Schaden nehmen. Kann ich bitte den Are You a Wizard-Effekt nochmal bekommen? Den fand ich gerade so lustig. Was? Mir egal, auch wenn ich getroffen wurde. War es trotzdem wert. Breakfast! Woo! Warte, Keller, zwei Wochen bekomme ich jetzt schon wieder ein Devil. Ich habe ihn noch vorhin ignoriert. Das heißt, wir gehen jetzt aber rein. Okay. Naja, das reicht. Das reicht. Ich habe, was ich haben wollte. Ich gehe weiter. Der gute alte Brimstone. Manchmal muss man einfach reingehen und sich einen Brimstone mitnehmen. Versteht ihr? Manchmal muss man das machen. Und warum kamen da jetzt ein paar Pupfreunde raus? Wahrscheinlich auch wegen Free-Dollar-Bill. Sehr wahrscheinlich wegen Free-Dollar-Bill bei genauer Überlegung. Also, ich würde sagen, dieser Run könnte an dem Punkt durchaus hinhauen. Ich glaube, wenn ich das geschafft habe, bekomme ich mit... das ist ungünstig. Ich glaube, wenn ich das geschafft habe, bekomme ich dann mit Maggie eine Pille. Eine Speed-Up-Pille. Was auch schon ganz nett wäre. Oh, das war eine Leistung. So, kann ich bitte noch ein paar Schlüssel bekommen? Oh, ich hätte gern mindestens einen für den Goldraum. Das ist, würde ich echt zu schätzen wissen. Okay, können wir bitte aufhören, diesen Are You a Wizard Pill-Effekt die ganze Zeit zu bekommen? Es wird ein bisschen alt. Kein Schlüssel. Nach wie vor. Und das ist der Bugatiers Brimstone. Eventuell war Guppy's Tail doch ein bisschen ungünstig. Fairweise muss man sagen, ich hatte keine Ahnung, was ich für ein Item mitnehme. Ich wusste nicht mal, dass Guppy's Tail ist. Ich meine, wenn ich es wusste, hätte ich es trotzdem mitgenommen. Weil ich immer noch nicht sicher bin, ob es wirklich Einfluss auf die Menge an Schlüsseln hat, die wir hier bekommen. Aber wir werden generell nie viele Schlüssel. Diese ganzen goldenen Kisten wären an sich echt cool, wenn ich einen Schlüssel hätte. Mach die nicht drüber lustig. Das ist eine Bombe und kein Schlüssel. Aber vielleicht mit etwas Glück. Mit etwas Glück können wir uns rechts vom Goldraum aber nach oben sprengen. Und zwar hier. Und damit können wir gratis, mehr oder weniger gratis, in den Goldraum. Und es ist Little Chest. Little Chest ist okay, glaube ich. Denke ich. Nee. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass ich keine Lust habe auf den nächsten Bloat-Kampf, aber der steht uns bevor. Oh, das war stark. Hey, da ist ein Schlüssel. Ich überlege, ob ich den Schlüssel aufheben will oder ob ich
versuchen wir für den Schlüssel ein paar Goldkisten zu öffnen. Naja, ich will kein random Dice Effect, wenn ich getroffen werde. Denn die haben so die Eigenheit, dass man auch sehr schlechte Würfeleffekte abbekommen kann. Ob ihr es denn glaubt oder nicht. Au. Oh, komm schon, schon wieder. Das ist ein Kampf der Brimstones. Nein, aufladen. Komm schon. Okay. Puh. Schon wieder ein Devil Deal. Hm. Oh, PJs. Bloody Lust, Rage und Ocular Rift. Natürlich würde ich jetzt gerne sagen, warte, hältst du es für eine gute Idee, was du gerade getan hast? Dazu muss ich sagen, nein. Aber, warte, ich kann auch in den Cursed Room. Aber, wir haben die gute Oculus und der Brimstone. Das heißt, das sollte doch ungemein dabei helfen, ein paar weitere Bloats zu beseitigen, oder nicht? Nein? Doch, doch, das ist es, wird helfen, glaubt mir einfach. So. Hier drüben ist der andere Cursed Room, den nehme ich mal eben mit. Und dann hauen wir ab. Seht ihr, hier schon wieder ein Item drin. Das lohnt sich doch alles. Guppy's Paw. Wenn ich jetzt ein Spiel abbekomme, dann kann ich Guppy's Paw einsetzen. Außerdem, das ist das zweite Guppy-Item. Vielleicht schaffen wir es irgendwie noch, Guppy zu werden in diesem Run. Es ist unwahrscheinlich, aber es ist nicht unmöglich. Okay, weiter geht's. Wir sind in Flooded Caves 2. Immerhin müssen wir nur bis Mom's Heart gehen, was in dem Fall Bloat sein wird. Yeah, das wollte ich sehen. Au. Au! Hör bitte auf. Wisst ihr was? Da springen wir auf. Liberty Cap ist hervorragend. Auch wenn es jetzt gerade meine Charge-Zeit ein bisschen erhöht hat. Okay. Und ich bekomme Retrovision. Die Retrovision-Pille finde ich so lustig. Ich bin so froh, dass sie im Spiel ist. Ich meine, immerhin sieht Retrovision nicht mehr so dumm aus, wie es früher der Fall war. Der Look wurde etwas überarbeitet. Immerhin. Das Gefühl, dadurch, dass ich keinen nennenswerten Lagset habe, kommt mein Oculus Rift Teil nicht wirklich zum Einsatz. Was bekommen wir hier? Mom's Bra. Was ist mein anderes Spaceball-Item? Guppy's Paw. Na, ich werde Mom's Bra behalten. Guppy's Paw zählt so oder so für uns ein Guppy-Item-Pool, also gut für die Mühe. Ja, bringt euch gegenseitig um. Black Lipstick. Mehr schwarze Herzen tauchen auf. Nein, das benötige ich nicht. So, wo befindet sich unser Bosskampf? Denn ich habe das Gefühl, der gute Bloat kann es gar nicht erwarten, von Mom's Bra versteinert zu werden. Okay, das ist Shot Speed Down. Glaube ich. Ich glaube, mein Shot Speed kann nicht weiter sinken. Das war nur ein bisschen verwirrend zu erkennen, weil Liberty Cap auch die Stats die ganze Zeit verändert hat. Ich glaube, es war Shot Speed Down. Wird schon gewesen sein. Was? Zu früh? Ich war zu früh dran damit, wie es aussieht. Schau ich den Damage gerade an. Haben wir den Magic Mushroom Effekt oder so? Der war nämlich schwer in Ordnung. Also, wir nehmen das mit. Placenta. Und dann schauen wir, was wir hier haben. Hm. Oh. Bob's Curse. Dark Matter. Erhöht auf jeden Fall meinen Damage Output. Weiter kann ich nicht gehen, denn ich traue mich nicht. Aber ich sag's euch, dieses letzte Guppy-Item, es ist so kurz davor aufzutauchen. So kurz davor. Ich fühle es einfach.
Und mein Damage-Output, ziemlich gut inzwischen. Hm. Unsere Bomben sind auch echt stark geworden. Das bringt einen Zehner. Das ist ein Trinket, das ich nicht will. Und das andere ist ein Schlüssel, den ich nicht will. Okay. So weit, so gut. Wir haben auf jeden Fall eine Menge Items, die ich nicht will. Sollen wir nach dem Goldraum? Dann machen wir den Boss und dann werden wir sehen, wo dieser Run uns noch hinführt. Auf jeden Fall sollte ich dadurch, dass die Effekte von den Consumables randomized sind, mehr oder weniger. Ich glaube, es ist randomized, bin mir noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sollte ich dadurch in der Lage sein, mehr Special Arts zu finden, als es sonst der Fall wäre. Und deswegen ist meine Überlebensfertigkeit höher, als man meinen würde zum aktuellen Zeitpunkt mit der Menge an Leben. Kommst du her, Bombe? Dankeschön. Seht ihr? Bombe hat mir auch wieder ein halbes schwarzes Herz gegeben. Und schon wieder. nein, ich will nicht in den Shop schauen. Zum einen habe ich nicht genug Geld, um im Shop was zu kaufen. Und zum anderen würde ich den Schlüssel viel lieber aufheben, um das war ziemlich cool übrigens gerade. Ich würde den Schlüssel viel lieber aufheben, um was im Goldraum mitzunehmen. Okay, also bist du immun gegen Mom's Bra oder was genau hat es damit gerade auf sich? Warum erwischt er mich damit nicht? Warum erwische ich ihn damit nicht? Er erwischt mich auf jeden Fall mit massenhaft Angriffen. Wenn er das will. Oh, wurde getroffen. Willkommen. Eine Münze. Und Marrow. HP up, Fragezeichen. Okay, das hat mir eine Menge Bomben gebracht und Schlüsse. Und ein Bone Heart. Bei dem ich nicht ganz weiß, wie ich es auffüllen kann, aber vielleicht hat ja eine von den Münzen den Effekt von dem Herz. Wer weiß das schon. Sieht bisher nicht so aus. Ja, da war ein halbes. Da war ein halbes Herz gerade. Komm schon. Okay. So weit, so gut. Wir stehen HP-technisch ziemlich gut da, ehrlich gesagt. Ich muss irgendwie herausfinden, wie ich am besten den Goldraum ausfindig mache. Vermute ich sollte dafür. Oh Gott, erstmal hier oben entlang gehen. Das war ja beängstigend. Ich dachte nämlich, es wären welche, die einfach nur Kugeln von sich feuern, aber es waren keine Kugeln. Oh nein, das waren Brimstones. Die sind überall Brimstones streng genommen. Goldraum! Wir haben ihn! Okay, woran ist er gestorben? Keine Ahnung. Yo, listen zeigt uns an, wo Secret Rooms sind. Das heißt, das ist ganz cool. Und ein Crawl Space auch. Also, wenn wir davon irgendwas mitnehmen können, werde ich davon profitieren können. Wo befinde ich mich gerade auf der... Oh. Ist irgendwie hier das Magnet aktiv? Bisher scheint hier aber nicht zu sein, wo Yo, listen gesagt hat, hey... Hier ist übrigens doch, hier ist ein Secret Room. Danke, Yo, listen. Ich habe dir genau zugehört. Das sind übrigens starke Bomben, die wir hier einsetzen. Okay, nächste Ebene. Denke ich. Ich meine, ich könnte mich weiter umschauen, aber komm schon. Komm schon. Wer hat denn dafür Zeit heutzutage? Warum habe ich Mom's Bra nicht direkt eingesetzt? Warum habe ich ihn dann eingesetzt? Oh, Mom's Bra hat einen ganz anderen Effekt. Mom's Bra hat gar nicht den Mom's Bra-Effekt. Fällt mir gerade auf. Ich glaube, Mom's Bra ist ein Necronomicon. Range Down. Lockdown. Balls of Steel. Das ist Lockdown. Die Goldpille. Ja. Ich habe absolut keine Ahnung, was irgendeine von den Pillen bringt. Also nicht mal fast. Ich bin sehr verwirrt, was das angeht. Aber hey. Stars-Karte. Yes. Das ist nicht Stars. Das ist ein Blank Rune. Okay. Warte, ich habe einen Begleiter bekommen. Behalte ich den? Jetzt einfach ein Begleiter. Ich kann auch fliegen. Warum kann ich fliegen und habe den Seraphim-Begleiter? Was hat es damit auf sich? Cool. Warpt mich zum Boss.
Oh Gott, das ist... Oh nein, wir haben... Nein! Schon die Ebene. Das bedeutet, ich werde hier gar nicht mehr rauskommen. Oh nein! Das ist schon der Mom-Kampf. Ich sage es euch, die Tatsache, dass ich fliegen kann, ist das, was mich gerade am Leben erhält. Okay. Warte, warum konnte ich fliegen? Ich kann gerade gar nicht mehr fliegen. Glass Eye. Ich bin einfach immer noch so verwirrt, was das Ganze angeht. Sacrificial Altar ist einfach nur... Oh Gott. Oh, ich kann abhauen. Warum kann ich von hier abhauen? Jetzt kann ich nicht mehr fliegen. Ich bin so verwirrt auf so vielen Ebenen. Ich bin einfach so verwirrt gerade. Messen an dem, was passiert ist. Oh, vor allem machen... Oh, ich hätte Guppy's Paw mal einsetzen sollen. Wer weiß, was Guppy's Paw gemacht hätte. Naja, was soll's. Zu spät, um das herauszufinden. Den will ich auch in die Luft sprengen. Nein! Yeah! Nein, das will ich nicht. Ich will keinen dummen Buttpenny. Ich will einen dummen Buttpenny. Ich frage mich, ob der Effekt von den Spacebar-Items auch randomized ist. Und ich weiß, dass da eine Special-Karte war, aber ist eh alles randomized und seltsam. Auch dann würde ich sie nicht einsetzen wollen, weil ich nicht weiß, was sie bringt. Ich glaube, sie bringt irgendwas, was ich nicht will. So läuft sie mich meistens. So eine Batterie bringt aber den Batterieeffekt. Okay. Wenigstens eine Sache, auf die man sich in seinem Leben noch verlassen kann. Darauf, dass die Batterie einem den Batterieeffekt gibt. So, wo kam... Wo kam mein Seraphim her und warum konnte ich fliegen? Was hat es mit irgendwas davon auf sich? Ich bin immer noch extrem verwirrt. So, hier ist der Dreierraum. Okay. So, wir können hier und da links waren wir noch nicht. Yeah. Goldraum? Das ist kein Goldraum. Oh Gott. Oh, Tinted Rock. Den würde ich nie übersehen, mein kleiner Yo-Listen-Freund. Nie würde ich den übersehen. So, hier ist eine Menge Zeug, das ich an sich nicht haben will, aber... Manchmal geben uns die Münzen Leben. Und das ist ziemlich gut. So, jetzt kann ich nur noch nach unten gehen und dann haben wir die ganze Ebene abgeschlossen. Was mache ich jetzt eigentlich mit dem Typen? Er hätte eigentlich sterben sollen, nachdem das Herz gestorben ist. Okay. Warum habe ich jetzt langsam den Goldraum irgendwo? Oder ist das zu viel verlangt aktuell? Tapeworm Range ab. Was würde dann passieren? Das ist langweilig. Ich würde fast sagen, es passiert gar nichts. Und wir bekommen... Large Sit Creep Shots. Ich glaube, das bringt mir absolut gar nichts. Ehrlich gesagt. Die guten alten Creep Shots. Eventuell bekomme ich hier noch ein paar Leben. Ja, ja, ja. Wir sind okay lebenstechnisch dabei. Dann würde ich sagen, ich werde versuchen, einen Rückweg zu finden. Was schwerer wird, als es klingt. Und dann hau ich ab. Und bin ganz froh, dass ich noch so weit abhauen konnte, denn stell ich mir vor, ich wäre ohne... Ich hätte jetzt nicht dieses komische Pickel-Item mitgenommen. Oh, das wäre so schlecht. Na, lass mich hier mal eben noch reinschauen. Er tanzt. Ich habe aber kein Geld. Ich würde also sagen, ich soll das mitnehmen. Ich würde das auch gerne mitnehmen, aber ich kann nicht. Dann das Soul Heart, schätze ich. Und das? Ich habe keine Ahnung. Jetzt bringt mir alles nichts. Wir waren im Laufe des Runs nicht in der Lage, 15 Cent aufzutreiben. Wer weiß, welche Seite da lag? Ich habe absolut keine Ahnung. Es hat auf jeden Fall Isaac zum Tanzen gebracht. Ich habe das Gefühl, er fand das ziemlich gut. Gehen wir weiter. Puh, das ist alles sehr verwirrend. Aber noch zwei Ebenen.
Noch zwei Ebenen und wir haben es überstanden. Dann startet Maggie mit einem Item, welches total hilfreich ist, denn es ist nicht so, als ob ich mit Maggie bereits alles geschafft hätte. So ziemlich alles. Drei Münzen und sie bringen eine Menge Zeug, aber keine Münzen. Immerhin bekomme ich inzwischen eine Menge Schlüssel. Das heißt, ich kann viele von den Kisten, die wir finden, inzwischen aufmachen. Oh, und das erleichtert mein Leben ungemein. Will dir bitte weggehen? Dankeschön. Das erleichtert mein Leben ungemein, denn da können eine Menge Items drin sein. Ich weiß nicht, ob er vielleicht ein Guppy-Item drin sein kann. Damit meine ich eher unwahrscheinlich, aber kann dennoch eine Menge drin sein. So, Schlüssel gibt uns auch ein goldenes Herz. Ich habe das Gefühl, das, was den Run am meisten gecarried hat, ist die Tatsache, dass ich, ihr werdet es kaum glauben, aber der Brimstone war ziemlich hilfreich. Dieser Challenge. Und ich lag übrigens sehr richtig mit meiner Annahme, dass das Ganze leichter wird, je mehr man... So, wir nehmen das mit. Ah, ich lag richtig bei meiner Annahme, dass das Ganze einfacher wird, je weiter man vorangeschritten ist im Run. Aber ich schätze, es ist eine Sache, dass, bei der es nicht allzu schwer war, sie zu erraten. Oh, ich lade viel zu langsam auf. Oh mein Gott. Das war ein Schuss. So, noch du. Okay. Jetzt wünsche ich nur, dass ich auf der Karte irgendwas sehen könnte. Wenn ich auf der Karte irgendwas sehen könnte, könnte ich sagen, ja gut, da können sich ja Boss eventuell befinden. Aber so ist das Ganze ein bisschen, ich würde fast sagen, undankbar. Und er ist in die Stacheln gerannt. Das war sehr dankbar, ehrlich gesagt. Beziehungsweise ich wäre diesbezüglich nicht undankbar. Was haben wir? Demon Judgment? Nein. Nein. Wenn ich Polaroid hätte? Ja, yeah, auf jeden Fall. Da ich kein Polaroid habe? Nein. Nein, auf gar keinen Fall werden wir das machen. Es kostet pro Berührung ein ganzes Herz und es wäre einfach nur in jeder Hinsicht eine schreckliche Idee. Okay, hier ist der Super Secret Room. Das bedeutet, der Boss sollte nicht mehr allzu fern sein. Und Mann, ich wundere mich schon, wer der Boss sein wird. Seht ihr? Boss ist hier. Es ist Bloat! Welcher Georgulus riftet wurde. Und damit haben wir gewonnen. Und bekommen Toothpicks, Tears und Shotspeed ab. Das ist okay. Dann, ich würde sagen, ich werde einfach mal mitnehmen, was auch immer da drin noch auf mich wartet. Denn vielleicht ist es Guppy-Item Nummer 3. Monster Manual. Sehr schlecht. Und das. Was war das gerade? Das war Little Brimstone. Mein Little Brimstone ist auch ein Brimstone. Schätze mir das mal nicht. Ja, ich hätte wahrscheinlich nicht so weit runtergehen sollen von den Leben her. Ja, das ist alles. Ich weiß nicht, was ich sonst dazu sagen soll. Es war ein Fehler. Es war einfach nur ein Fehler. Ich war so gierig. Oh Gott, und hier streiten gerade Hunde draußen. Und sie streiten laut. Und es sind kleine Hunde. Das höre ich direkt am Klang. Kleine, laute, wütende Hunde. The Hanged Man. Mein... Wenigstens ist es nicht allzu schwer, dass wir noch ein paar Leben auftreiben können. Da wir viele Kisten finden und Münzen oftmals Leben geben. Das dagegen, das war schlecht. Aber, komm schon. Oh oh. Oh oh, da ist kein Leben dabei. Da auch nicht. Die Bombe gibt ein halbes Herz, richtig? Die Bombe auch nicht. Das ist ein halbes Herz. Eventuell bekomme ich nicht mehr so viele Herzen, wie ich mir das wünschen würde. Hier ist nichts? Naja, da ist nichts. Eventuell bekommen wir gerade nicht mehr so viele Herzen zurück, wie ich gerne hätte. Das ist ein Problem, denn uns steht noch ein Bloat-Kampf bevor. Es wird wahrscheinlich ein Kampf wieder gegen zwei Bloats sein. Das heißt, eventuell könnte das wirklich problematisch werden. Ich denke, das ist ziemlich cool. Ultra Greed. Ich
wollte auch so dringend noch Guppy werden. Aber gut. Schauen, was wir hier noch rausbekommen können. Hier ist auch noch theoretisch alles machbar. Seht ihr? Zwei schwarze Herzen habe ich schon. Zweieinhalb? Ich verstehe auch nicht ganz, warum ich gerade nur noch schwarze Herzen bekomme und nicht irgendwelche anderen. Aber ist okay. Ich meine, mir hilft beides soweit. Oh Gott. Alter, ich von dem Oculus fern. Komm schon, Leben. Ah, keine Leben. Keine Leben. Das ist ein spaßiger Raum, wenn es darum geht, keinen Schaden zu nehmen. Was? An entering a new floor up to 4 uncollected pickups? Nah, bringt mir nichts. Das bringt mir nichts. Wir werden keine weitere Ebene mehr betreten. Das ist die letzte Ebene dieses Runs. Wie hat mich das eigentlich gerade nicht erwischt? Ich war in einer Schockstarre. Ich wusste, dass es mich erwischen wird, aber ich konnte einfach nichts dagegen machen. Hangman heißt, ich könnte gratis in den Cursed Room, aber gratis im Cursed Room bedeutet nicht, dass ich auch gratis wieder raus kann. Oculus kann einfach so stark sein, wenn es einfach mal einen Gegner trifft. Ich habe keine Ahnung, wo ich aktuell bin und ich habe keine Ahnung, wo wir noch hingehen können. Da ist aber ein Tinted Rock. Der mir Schlüssel gebracht hat und sonst nicht viel. Ungünstig. Und uns fehlt noch der zweite Secret Room. Oh oh. Kann direkt sein, dass ich den Raum nicht allzu sehr mochte, aber er war dann doch okay. The Hanged Man. Warum ist jede Karte gerade der Hanged Man? Ich frage mich, ob der Effekt von Karten und sowas von der Ebene abhängt. Na, dann wiederum. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das Gefühl, je mehr ich versuche, darüber nachzudenken, desto mehr werde ich verwirrt sein. Und kann ich bitte mal noch ein schwarzes Herz haben? Wenn wir mit 3,5 Herzen zum Bosskampf reingehen, werde ich zufrieden sein. Mit 3 Herzen? Da werde ich nicht so sehr zufrieden sein. Ich weiß auch nicht gerade, wo ich den... Oh, das sind die Creep-Shots. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, wo der weiße Creep hinter mir herkommt, aber... Das ist wahrscheinlich von dem guten Pickel-Item, das wir aufgesammelt haben. Na, bin mir auch alles nichts. Das ist ein Loki-Raum? Okay. 3 Lokis! Warum genau ist hier ein Raum mit 3 Lokis? Also, ernsthaft. Was setzt damit auf sich? Warum ist das eine Sache? Warum ist das eine Sache, dass man einen Raum bekommen kann, in dem sich 3 Lokis herumtreiben? Und ansonsten gibt es hier einfach nichts. Nicht mal ein Tinted Rock oder ein Secret Room. Einfach nur 3 Lokis. Das war einfach alles. Und 2 Kisten. Mal schauen. Ja, das war gut. Wir sind bei 3,5 Herzen. 4, 5. Oh mein Gott. Oh, Magic Mushroom. Schau mal, behalten wir den Effekt? Warum habe ich die 2 Herzen? Also, ich weiß, ich habe einfach keine Ahnung, wie irgendwas hier funktioniert. Das ist wieder nur ein Blaut. Warum habe ich mir überhaupt die Mühe gemacht? Oh Gott, das ist der D4. Oh Gott. Oh Gott, ich hab den D4. Oh nein, ich hatte einen random Effekt und... Oh, ist auch Magic Mushroom. Oh mein Gott, warte, das ist super stark geworden. Das ist ein super starker Run. Okay. Das war ein Abschluss. Und dann würde ich sagen, wir haben die April Fool's Challenge geschafft. Wie lange habe ich gebraucht dafür? Eine Stunde? Puh, okay, wir haben eine Menge Blood bekämpft. Wir haben eine Menge Blood bekämpft, mehr kann ich dazu nicht sagen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und... Gute Nacht.